ihr schon seht, ist das hier für mich ziemlich uncool, weil ich sehr aufpassen muss, wo ich hier hinlaufe. Aber für euch tue ich natürlich keine Mühen scheuen und für mein Diary auch nicht. Und vor allen Dingen, weil das hier eine sehr schön schattige Gegend ist, dachte ich mir, laufe ich hier mal lang und nehme das Ganze mal auf. Denn das sieht schon sehr alt aus. Und könnte auch irgendwann mal eine Stadt gewesen sein. Wobei man natürlich nicht wirklich sagen kann, was davon wirklich ernsthaft hier schon stand und was hier irgendwann gelandet ist. Aber finde ich schon schau, dass solche Sachen nicht einfach so abgerissen werden. Und auch wenn für mich das Klettern im Moment gerade ein bisschen mühsam ist, steht schon mal fest, dass hier war auf jeden Fall mal eine Promenade. Und muss mit Sicherheit größer gewesen sein. Die Griechen haben hier wohl auch ein Viadukt gebaut. Und das scheint hier eine sehr alte, fortschrittliche Stadt gewesen zu sein. Ah, die Griechen hatten es vor ein paar hundert Jahren auch wirklich drauf. Oder sind schon ein paar tausend Jahre? Bin ich mir nicht so ganz sicher. Geschichte ist nicht unbedingt mein Spezialfach. Auf jeden Fall sind das hier ziemlich alte Gemäuer. Und wenn die Menschen früher in solchen engen Behausungen gelebt haben, tja, nichts für große Leute. Okay. Bin dann auch mal gespannt, mir das in 360 Grad selber anzuschauen. Und was das alles mal irgendwann mal war, ist natürlich schwer nachzuvollziehen. Aber ich würde sagen, so vom Gefühl her, war das mal ein Bad. Zumindest die untere Etage, die noch übrig geblieben ist. Ich werde da nicht hochklettern. Sorry Leute. Aber ich muss auf meine Gesundheit achten. Das kann ich mir nicht antun. Also wieder zurück. Würde mich natürlich brennend interessieren, wie das mal live früher ausgesehen hat.
So, das da ist meine Kollegin, die mich da mitgenommen hat. Mach mal Winke-Winke. So, und euch lasse ich jetzt noch eine Weile zugucken. Und dann gucken wir mal. Nee, das sind Aufnahmen für eine Videoreihe, die ich mache. Und wenn ich die Möglichkeiten habe, mache ich ab und zu mal Aufnahmen. Das ist eine 360-Grad-Kamera. Und ja, und irgendwann mache ich es auch mal online. Aber im Moment genieße ich einfach mal als alter Sack zwischen alten hier Mäuern zu sitzen. Oh, da ist sogar was geschrieben. Da steht was. Leider kann ich kein Griechisch. So ein Pech aber auch. So, und euch schalte ich jetzt ab. Sonst kocht meine Kamera durch.